Das, was jetzt durchgedrungen ist zur Arbeitszeitflexibilisierung, ist wirklich eine Schweinerei gegenüber Beschäftigten, die heute schon unter extrem flexiblen Arbeitszeiten leiden. Die Planbarkeit von Arbeit ist immer mehr zurückgegangen. Wenn man jetzt sagt, man will sogar den 10-Stunden-Tag kippen, wie es die Arbeitgeberverbände verlangen und die FDP verlangt, dann geht es absolut zu Lasten Millionen und Abermillionen von Beschäftigten, die Arbeit und Leben immer weniger in Übereinstimmung bringen können. Und gerade die Deregulierung der Arbeit hat doch quasi jede Arbeitszeitregulierung in den meisten Betrieben völlig zerschlagen. Und wenn die Arbeitgeber sagen, sie haben nicht genügend Flexibilität, dann ist das schlichtweg gelogen und entspricht überhaupt nicht der gesellschaftlichen Realität.